Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Let's Play The Last Spell. Ich habe ja das letzte Mal Glenwald zum dritten Mal ausprobiert. Und das Ende habe ich ja dann offline gemacht, um ein bisschen zu schummeln, nicht, dass wir noch einen vierten One machen. Und ja, ich habe es geschafft. Wir sind jetzt in der nächsten Stadt. Und für die, die sie nicht spoilern lassen wollen, die Folgen, wo ich offline gemacht habe, die kommen heute um 0 Uhr raus. Kommt auch ein Special mit drei ganzen Folgen raus, also mehr als genug. Und ja, jetzt machen wir aber erstmal Elderich, weil ich ein paar Folgen vornehmen muss, damit ich die Woche genug habe. Und ja, ich würde sagen, hier mit Basis-Schwierigkeit beginnen wir auch gleich mal. Wir können 9 Omen. Das ist sehr gut. Ich bin am Überlegen. Omen des Reichtums. Genau, zuallererst. Das Wichtigste. Ich hätte gerne das mit der Genauigkeit für die Helden, damit ich das nicht mehr brauche. Dass meine Verteidigung mehr Schaden macht. Dass sie mehr angreifen können. Auf jeden Fall das mit mehr. Das ist es jetzt. 50% mehr Gesundheit ist enorm viel. Ich tue erstmal alles rein, was ich denke, was ein bisschen nützlich ist. Das mit dem plus ein Helden ist super. Das spart mir so viel Geld. Er rennt dir. Ja, schwer. Nehme ich denn das mit der Genauigkeit? Oder nehme ich lieber das mit dem Geld und Materialien? Ich glaube, das mit den Materialien ist besser. Okay, meine Dinger, meine Verteidigung an sich und ich habe einen zusätzlichen Helden. Ich denke, die Aufstellung ist nicht schlecht. Ich glaube es zumindest. Ja, das sollte so ganz in Ordnung sein. Ich probiere es erstmal so aus. Wenn das nicht so nach meinem Geschmack ist, ändere ich es nochmal ein bisschen. So. Elderlich, Basisschwierigkeit. Lass uns starten. Ich bin mega gespannt auf die vierte Stadt. Sogar sehr. Wie sieht sie aus? Was gibt es? Soll ja die Stadt der Magier sein? Und anscheinend bin ich ja auch ein Erzmagier. Okay. Okay, sieht sehr leer aus. Wir haben schon das Seergebäude. Und das ist cool. Also das hätten wir schon mal abgehakt. Den Laden, zwei Häuser, zwei Wachtürme sogar schon. Okay. Ein Thron. Okay, die sind aber alle unzerstörbar. Also viele Orte, wo sie sich verstecken könnten. Palisade. Okay, erstmal muss ich mich drum kümmern, die kommen von hier. Wenn du elderlich verteidigst, ist eine neue Fähigkeit verfügbar. Seelengefäß löschen.
Nicht verfügbar während Produktionsphase und Aufstellungsphase. Entfernt einige Flammenpunkte auf das anvisierte Seelengefäß. Löschen 10. Okay, Seelengefäß. Interessant. Okay, gucken wir uns die Helden mal an. Hier, er hat einen Dolch. Ja, das ist ganz gut. Oh, Gesundheit plus tägliche Gesundheit, dafür ein bisschen weniger Schaden. Tägliches Mana, dafür weniger Blocken. Zuverlässigkeit und Ausweichen minus. Ja, die sind ganz in Ordnung. Es ist wirklich ganz in Ordnung. Okay, was hast du? Du hast die Armbrust. Fallenstelle, Isolation, tägliche Gesundheit, physische Schaden 18. Halleluja. Ja, tut mir leid, du wirst definitiv kein Bogenschütze. Ja, nö. Ist einfach nicht drin bei dir. Blocken, Gesundheit, Genauigkeit, nein. Ja. Da muss ich mich leider bei dir entschuldigen, aber das ist halt, es wird einfach nichts. Resistenz und Blocken. Oh ja, tägliche Gesundheit. Ja, dann lasse ich es bei dem. Ja, dann ist so erstmal besser. Ich meine, mit 18 physischer Schaden, den muss ich ja. Ich habe gar keine Wahl. Oh, Zauberer, magischer Schaden und Mana, Zuverlässigkeit. Und minus Rüstung. Ja, definitiv ein sehr guter Zauberer. Das passt. Was bist du? Ein Langbogenader Scharfschütze. Beutelplatz, minus Erfahrungspunkte, Reichweite, Fernkampf. Ja, okay, das passt. Okay, du kommst dahin. Und Seelengefäßlöschung geht aber wirklich nur gegenüber. Okay, ich glaube, die Armbrust hatte ich noch nicht. Das heißt, es wird Zeit, sie zu testen. Obwohl doch. Doch, ich hatte sie schon mal. Und hier Magier. Aber Magier, du brauchst den Schild nicht. Dann geben wir lieber meinen Nahkämpfer. Ja, alle haben minus Genauigkeit. Hätte ich ja. Fähigkeit mit den Genauigkeiten wäre nicht schlecht gewesen jetzt. Okay, testen wir es mal. Ich bin sehr gespannt. Okay, was ist das? Warte. Da ist noch mehr. Ich will wissen, was das ist. Das heißt, dass die Seelen der Helden aus vergessener Zeit in der steinernen Kohlbedeckung von Elderlich verweilen. Ob sie Opfer oder Wächter sind, ist unbekannt. Aber der Anblick einer Geistesflamme ist immer ein schlechtes Omen. Ich kann die löschen. Und ganz ehrlich, ich mach das auch.
Okay, kann ich nicht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Okay, zack. Zack. Der ist vielleicht so. Ah, passt. Vielleicht. Komm schon. Na. Ah. Zu oft verfehlt. Okay, die 4. Sehr gut. Okay, mehr Bewegung. Und gleich nochmal. Dann macht er auch vielleicht mehr Schaden als vorher. Ja, das wäre hier drüben ganz effektiv. Ja, komm, die rein. Die ziehe ich noch gerne mit. Perfekt. Okay, 4 Stück. Einmal. Nee. So sollte es passen. Ja, bin mir sicher. Okay, was bist du? Unbesiegbar. Einige Gelehrte glauben, dass die ersten Bewohner von Elderlich einem Ritual unterzogen wurden, das sie nach ihrem Tod in geisterhafte Archive verwandelte, damit sie ihre Weisheiten und ihre Fähigkeiten mit den Lebenden teilen können. Ein seelengebundener Krieger. Jetzt würde ich gern wissen. Hier löschen. Okay, ich kann die auch nicht direkt angreifen. Ich muss sie so besiegen. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich mach das mal gleich. Um mir zukünftige Eskapaden zu ersparen. Oh, ich hab doch den Flächenangriff hier. Hier, zack. Für das Meister hat's gereicht. Die können sich eh nicht bewegen, die sollen erstmal da bleiben. Der ist auf jeden Fall hinüber. Jetzt zack und zack. Hat leider überlebt. Leider. Okay.
Und was ist das für eine Fähigkeit? Ja, Immunität, okay. Super. Wie viele sind das noch? Ich kann es verkraften. Fürs Erste. Ich glaube, du kannst es auch länger verkraften. Ich glaube an dich. Du schaffst das schon. Okay, nur auf 3. Okay, so sollte es passen. Zack. Zack. Alle 4 Mal down. Jetzt zwar nur 3 gebraucht, aber... Man sollte immer auf Nummer sicher gehen. Nicht, dass im Nachhinein doch noch eine unschöne Überraschung kommt. Okay, zack. Hier mit dem Ausweichen. Sollte passen, sind noch 21 Gegner für die erste Welle. Okay, das mit den Helden ist aber echt unangenehm. Das heißt, ich muss da immer diese Seelendinger löschen. Das ist natürlich jetzt nicht optimal, so wie ich es gern hätte. Weiter hier an. Bleib mir noch nicht ganz so sicher zu bleiben. Zu beenden, ja. Da eh noch einer im Schatten. Oh, ist aber jetzt hell geworden. Okay, erste Welle geschafft. Zeit, die Wettsteine wieder zum Letzten zu bringen. Zack. Perfekt. Ja, das war ganz in Ordnung. Kostenlose Ware für die Truppen. Oh, wir haben auch gleich einen davon schon. Sehr gut. Okay, das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Willkommen im Moral... Komm, Kommandant. Was meinst du mit Vater? Was glaubst du, woher der Funke kommt, der uns aus der Leere geholt hat, Erzmagier? Dein tödliches Spiel mit der Zukunft hatte noch mehr unvorhergesehene Folgen, als du dachtest. Hehehehe. Oh, du armes Ding. Bist du verärgert? Ich werde dich stolz machen, das verspreche ich.
Wirst du mir deine verdorbene Essenz verkaufen, Liebes? Gerne, ich will das hier. Ich will, dass das jeder Held einen Aktionspunkt mehr hat. Das ist nämlich ein mega Upgrade. Nebenbei, ich habe hier 53%. Was habe ich bei ihr? 73, oha. Das ist eine Menge. Okay, die Belohnung. Oh. Lederhose episch. Oh, mit Giftschaden, Bewegung, Rüstung, ausreichend Schaden. Definitiv ja. Hallöchen. Ist ja super. Okay, verbessern wir erstmal die normalen Level. Ein Crit-Treffer? Was hast du denn hier für mich? Ich könnte ein Crit-Bild aus ihm machen. Die Frage ist nur, will ich das wirklich? Alles, was ausweicht, Genauigkeit und Aktionspunkt. Ja, Crit- und Ausweichbild wären sich schlau. Ich nehme auf jeden Fall das mit der täglichen Gesundheit mit. Ja, komm. Machen wir ein Crit-Bild. Zumindest ein klein. Okay, tägliches Mana. Ja. Bewegung 3 hoch. Definitiv ja. Die Bewegung ist mega. Noch einmal. Ja, okay. Mehr Erfahrung ist so am Anfang ganz gar nicht schlecht. Mehr Mana. Da muss ich nicht mehr überlegen. Was ist es jetzt? Das ist es jetzt. Das mit der Zuverlässigkeit ist an sich ziemlich gut. Deswegen würde ich das fast schon nehmen, aber es ist halt nur bei isolierten Feinden. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt weiter auf den gehen soll oder ihm den Normalbogen im Nachhinein geben soll. Isolation. Schaden. Ja, sehr gut. Ja, das ist jetzt wirklich die Frage. Auf was ich jetzt bei dem gehe. Ich meine, das mit dem Schaden plus ist definitiv auch gut. Aber ich... Ja... Es sind halt zu viele, dass ich sage, dass das wirklich sinnvoll ist. Bis zu 25%. Ja, komm. Hier, dass ich allgemein mehr Mana habe. Da muss ich noch nicht mehr überlegen. Zuverlässigkeit. Noch einmal. Ja, Schaden. Sehr gut. Okay, ich weiß definitiv, wie ich das mache. Okay, hier komm nochmal.
Alle drei? Okay, wenn ich das Geld hier nehme, wären es 32. Aber...